Halli, hallo, hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Mein Gott, es fühlt sich irgendwie an, als hätte ich jetzt schon ewig nicht mehr aufgenommen und deswegen freue ich mich total auf den heutigen Part. Zwei Sachen, die ich heute erledigen möchte, das sage ich euch aber später. Was ich auch noch loswerden will, es freut mich wirklich riesig, dass meine Bau-Challenge so gut bei euch angekommen ist und anscheinend habe ich sie ja auch bestanden. Danke dafür, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Bau-Challenge. Und jemand hatte mir aus meiner Community geschrieben, ich soll doch die Glutwacht restaurieren, und ich habe gesagt, ja, bei 100.000 Followern bzw. Abonnenten mache ich das. Also haltet euch ran, damit ihr mich noch mehr leiden sehen könnt. Nee, Quatsch. Wir starten jetzt ins Spiel. Let's go! Also Leute, bevor wir starten, möchte ich euch noch kurz sagen, was ich jetzt auf alles gemacht habe. Ich habe mir hier eine Liste gemacht, damit ich nicht irgendwas vergesse. Und zwar habe ich mir einen kleinen Rucksack hergestellt. Das konnte ich schon machen. Und der hat mir ja auch wieder richtig schön einen ganzen Slot gegeben. Ich hoffe, das wird mir ausreichen jetzt mal. Dann habe ich mir hier noch mehr von dem blauen Truhen gecraftet. Ich habe jetzt hier noch eine normale, da ist so Waffenzeug drin. Können wir mal kurz sortieren. Genau, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier noch bessere Türen eingebaut und ich habe hier in der Küche das repariert, was da so komisch rausgeschaut hat, und habe es gleich mit Miasmaholz gemacht, weil das dann doch ein bisschen cooler von der Struktur her ist, wie das hier. Was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe mir noch eine Schuttspitzhacke und eine Holzfäller-Schuttaxt hergestellt, weil ich glaube, dass das eine Stufe besser ist wie das normale, was man craften kann. Und ich habe, wie ihr seht, mich schon so sortiert, dass ich auf jeden Fall losgehen kann. Ich habe dann die Waffen auch noch verbessert, die ich noch so hatte. Genau. Das war das, was ich jetzt auf jeden Fall im Off schon gemacht habe. Mehr habe ich nicht getan. Ich habe noch einen Fähigkeitspunkt, den ich vergeben kann, aber da möchte ich warten, bis noch mehr dazukommen. Gut, was machen wir denn jetzt im heutigen Part? Das wollte ich euch ja vorher noch nicht verraten. Im Grunde genommen ist es nichts Besonderes. Ich habe von den ganzen Hyopiles hier schon die ganzen Quests auch angenommen, die uns dann weiterbringen. Aber wir haben ja hier jetzt beim Schreiner noch den Brennofen und den Gleiter, den wir machen können. Für den Brennofen brauche ich aber Lehmklumpen, die habe ich ja noch nicht gefunden. Und für den Gleiter brauche ich Leinen und einen Miasmasack. Leinen kann ich auch noch nicht machen. Ich gehe davon aus, dass ich dafür diese Spindel brauche, die ich ja hier bei ihr dann finde. Da hatte sie ja auch eine Quest dafür. Das heißt, ich würde auf jeden Fall heute, wenn wir jetzt mal hier auf die Quests gucken, genau, den Mörser des Alchemisten holen, denn da muss ich ja Insektenstaub und Leuchtstaub machen, um in den Quests weiterzukommen, und dafür brauche ich diesen Mörser. Das heißt, ich versuche, dass wir den heute holen und dass wir die Handspindel der Jägerin heute holen. Jetzt gucken wir einfach mal, wie lange wir dafür brauchen und ob wir das tatsächlich in einem Part unterkriegen oder nicht. Ich meine, hier die Quest vom Alchemisten ist gleich um die Ecke. Das heißt, ich setze mir das jetzt als Wegpunkt und da düsen wir jetzt auf jeden Fall zuerst mal hin. Jetzt muss ich nur gucken, vielleicht gehen wir dann einfach gleich hier durch die Hintertür. Und dann muss ich ja quasi einfach nur nach da, wenn ich das... Nee, Quatsch, genau in die andere Richtung. Nach dort hinten muss ich. Jawohl, ja. So. Ich bin komplett ausgeruht. Dadurch, dass ich ja jetzt auch ein bisschen mehr Deko habe, habe ich jetzt, glaube ich, auch schon 27 Minuten den Ausgeruht-Buff. Achso, übrigens, falls ihr das hier nicht von oben kennt, das ist, sind die Grabschleier-Katakomben. So sieht das Ganze von oben aus. Nur für die, die es irgendwie interessieren sollte. So, dann darf ich auf jeden Fall nicht vergessen, dass ich was esse. Ja, genau. Dass ich was esse. So. Der Hyopie, oder wo ich hin muss, ist hier rechts unten. Genau, dort. Ich sehe es ja schon. So, dann muss ich jetzt hier mal meine Notizen kurz weglegen, weil sonst sehe ich nämlich nicht, was ich hier tue. Dann hauen wir uns mal den Magen voll. Und düsen einfach mal runter. Gucken mal, was uns da so erwarten wird. Ich hoffe, nichts Schlimmes.
So, Standort unten, Standort unten. So, ich bin auf jeden Fall jetzt im Miasma. Und hier schwebt irgendwas, oder? Es hat noch nicht richtig geladen. Okay. Ah, jetzt hat. Guck dir mal an. Dann holen wir mal das Schwert hier raus, was auch noch nicht richtig geladen hat. Hallo? Ohne Schwert möchte ich nicht kämpfen, please. So, jetzt ist es da. Gut, ich weiß nicht, ob wir hier rein müssen. Wir gehen jetzt einfach mal da rein. Oh mein Gott, und hier ist es auch schon wieder total duster. Hier geht's runter in den Keller. Ich habe mir ja hier eine Fackel. Ach so, brauche ich gar nicht, weil hier Licht angeht. Na dann. Okay, hier kann ich nichts machen. Hier auch nicht. Und da ist der Mörser drin. Ja, wie komme ich denn da hin an den Mörser? Leute, das müsst ihr mir verraten. Bestimmt ist hier wieder irgendwas, was ich vielleicht aktivieren muss oder so. Wir gucken uns jetzt mal um. Ob wir hier irgendwas sehen. Vielleicht da oben. Was geht denn? Oh, da hat gerade irgendwas geschoben. Oh mein Also ich habe zwar einen Gegner gehört, aber ich war gerade so auf dieses Miasma da hinten fixiert, dass ich jetzt echt nicht gerallt habe, dass sie mich angegriffen hat. Oh mein Gott, Schweißausbrüche sind vorprogrammiert. Ah, da haben wir wieder so ein Stundenglas, aber ich kann es nicht benutzen. Hallo? Naja, wurscht. Hier sind wir auf jeden Fall nicht mehr im Miasma, dann können wir die Zeit ja hier genauso aufholen. Schlafen brauchen wir nicht. Diesmal wieder zurück. Hier geht es nochmal nach oben. Und hier ist auch kein Miasma. Und da ist wieder so eine blöde Ratte. Weg mit dir. Oh, noch eine. Mein Gott, ey. Oh, ich habe wieder aus Versehen ein Schwert genommen. Hier sind Vasen. Für die Vasen brauche ich die Spitzhacke. Machen wir auch jetzt alles kaputt. Besserer Miasma-Überlebenstrank. Da geht es auf jeden Fall noch nach oben. Was haben wir hier? Helles Irrlicht. War dies das? So, was steht jetzt hier? Niemals genug. Mein Geist ist gebrochen. Kann ich es den Menschen wirklich verübeln, dass sie sich in ihrer Verzweiflung von meinen Tränken abwenden? Die meisten meiner Besucher dieser Tage sind Ratten und andere Plagegeister. Bis jetzt haben sie sich nicht als gute Gesellen im Labor erwiesen. Es muss einen besseren Weg geben, gegen das Miasma anzukämpfen, es zu überwinden. Vielleicht sollte ich meine Bemühungen noch einmal überdenken. Ja. Vielleicht solltest du das tun. Hier geht es dann auch nochmal nach oben. Ups, aber jetzt gehen wir mal kurz da lang. Weil hier eine Kiste ist. Wie gut, dass ich mir Dietrich hier mitgenommen habe. Besserer Mana-Trank. Alles klar. Schauen wir, was hier oben ist. Sind Ratten in der Nähe? Nö. Gut. Da hinten ist diese Flamme. Was ist das hier? Auch wieder was zum Lesen? Das war keine gute Idee. Vielleicht verursacht diese ungewöhnliche Implementierung meines Schalters mehr Probleme als erwartet. Ich dachte, die Tür zu meinem Labor auf diese Weise zu verriegeln, wäre praktisch. Meine Rückenschmerzen sagen mir etwas anderes. Ich habe Ruß am Mantel und meine Wirbelsäule schmerzt. Das war eine meiner schlechteren Ideen. Okay, also muss es ja, wenn ich das richtig verstehe, ja, einen Schalter geben. Gut. Was haben wir hier? Ach, so eine Fackel. Hier können wir wieder Dings sammeln, ein Lagerfeuer. Und hier ist eine Kiste mit einem Metallsternstreitkolben. Gucken wir doch gleich mal kurz, ob der besser ist wie der hier. Oh ja, deutlich. Okay, dann wird der auf jeden Fall ausgetauscht zu Hause und auch gleich verbessert. Und sonst haben wir aber jetzt hier oben nichts mehr, oder? Da können wir noch reinschauen.
Ach so, das ist jetzt da, wo wir schon waren. Okidoki. Dann bewaffne ich mich wieder mit meinem Schwert. Und jetzt können wir ja runterdüsen. Und uns das Ding da holen. Weil die Tür offen ist. Juhu. Wir haben den Mörser. Das war leicht. Hier ist aber noch ein Knopf. Für was ist denn der? Ach so, einfach nur, um die Tür aufzumachen. Okay, können wir sie wieder zumachen? Nö. Nehmen wir dann die Vasen hier noch mit. Nägel sind nicht verkehrt. Hier ist noch eine Kiste. Mit einem Jasmin Überlebenstrank und Kettenblitz. Das ist wieder so eine Ladung für den Magierstab. Wasser haben wir gefunden. Ja, und das war's hier. Also, den Mörser habe ich. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt da draußen noch irgendwas Interessantes ist, aber ich habe ja gesagt, dass ich gerne jetzt mich erstmal ein bisschen mehr um die Quests kümmern möchte. Das heißt, ich würde sagen, wenn wir das jetzt erledigt haben, düsen wir nach Hause und hier irgendwo, glaube ich, oder war das jetzt hier? Nee, genau, hier ist dann die Spindel, die wir holen müssen. Dann gehen wir schnell heim, holen uns nochmal Buff und alles. Dann kann ich dann die Sachen nochmal kurz in die Truhen verstauen, die ich jetzt gelootet habe. Und dann können wir frisch losgehen und diese Spindel holen. Einmal außenrum. Juti. Dann Alchi. Pass auf. Ich habe doch hier den Mörser für dich. Jetzt stellen wir dir jetzt einfach mal hier daneben. So, jetzt haben wir hier wieder Sachen, die wir neu herstellen können. Und hier genau, Insektenstaub können wir machen. Schleim kann ich machen. Leuchtstaub kann ich machen. Sehr schön. Das ist auch neu. Und jetzt kann ich hier auch den Mörser herstellen. Okay, brauche ich ja jetzt gerade nicht. Hab ihn ja gerade platziert. Bis bald. Ja, tschö mit Ö. So, und jetzt hat der Schreiner wieder irgendwas für uns. Wir brauchen eine Tischsäge. Ach so, damit ich dann die mittlere Truhe herstellen kann. Okay, ich verstehe. Glaube ich. Ja, genau. Holzbretter. Okidoki. Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht das, was ich tun wollte. Wir schmeißen jetzt hier alles in die Kisten, den Kettenblitz. Behalte ich mal. Das Lagerfeuer. Ja gut, das brauche ich eigentlich nicht. Fackel können wir da reintun. Hier das ganze Zeug. Das Irrlicht, das behalte ich mal. Tun wir dahin. Das kommt dahin. Gebet der Flamme, Schriftrolle. Plus 20 Magieschaden, plus eine Minute Zeit im Miasma. Die behalte ich jetzt auch mal. Vielleicht brauche ich die. Und dann wollte ich ja, Quatsch, falsche Truhe, hier den anderen Streitkolben noch kurz verbessern. So, jetzt hat der nämlich 28 Schaden und der nur 16. Genau, der ist auf jeden Fall deutlich besser. Dann können wir den zerlegen, das hier reinpacken. Und jetzt wird es, glaube ich, dann demnächst dunkel, so wie es ausschaut. Sollen wir dann jetzt noch losgehen oder nicht? Ich glaube mal, wir warten dann lieber die Nacht ab und begeben uns schon mal in Richtung Betty. Kann ja mal gucken, was jetzt der Schreiner uns sagt. Genau, die Tischsäge brauchen wir. Wo ist denn das? Oh, das ist irgendwo hier hinten. Ich glaube. Ich möchte erst das hier machen. Ich habe übrigens auch beim Schreiner die Quest angenommen. Und zwar für das hier. Und diejenigen, die das hier schon gemacht haben, wissen ganz genau, was das hier ist. Und ich habe vor, das hier im nächsten Part auch zu machen. Ob ich jetzt schon hoch genug bin oder nicht, ist mir wurscht. Ich werde einfach reindüsen und gucken, was mich erwartet. Schauen wir mal, wie die Sonne steht. Schaffen wir das jetzt noch oder nicht? Das ist hier. Ich setze mir mal einen Wegpunkt. Und dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich zu dem Zuhause hier reisen.
Wir machen es jetzt einfach, egal ob es dunkel wird oder nicht. Wozu hat man denn eine Fackel? Juti, dann müssen wir wahrscheinlich so in diese Richtung düsen. Nehmen wir mal hier wieder ein bisschen Gedönsel mit für den Bogen und so. Lass mich mal kurz auf die Karte schauen. Komme ich da denn hoch? Oder muss ich da durchs Miasma laufen? Wie bin ich denn hier nochmal hingekommen? Da bin ich ja auch hingekommen. Und das war hier hinten lang. Beziehungsweise hier hoch. Guck mal einfach mal. Ja, ist ja gut. Achso, ich könnte eigentlich ja jetzt auch den Streitkolben hernehmen. Weil der dann doch wieder besser ist als das Schwert. Das heißt, wieder falsch geklickt. Ich tausche das mal. Oh, jetzt hätte ich noch reparieren können. Ja gut, das habe ich jetzt natürlich wieder verschwitzt. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich in einem Part nicht irgendwas verschwitzen würde. Die, die mich schon länger sehen, können das wohl bestätigen. Hier war irgendwas in der Erde. Wo ist es jetzt? Da, Glühwürmchen. So. Wir müssen aber eher hier den Berg rauf. Nein, Noah, Hilfe! Ja, genau so. Ja, das nehmen wir mit. Okay. Ist es jetzt hier unten? Sieht so aus. Und jetzt wird es halt tatsächlich dunkel. Ich hab's mir noch gedacht. Naja, wurscht. Wurschti. So, hier sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Gegner. Ah ja, da hinten düst schon einer rum. Ich glaube, ich lasse die jetzt mal in Ruhe. Ah, Standort oben. Also ist es in dem Haus. Kann ich doch vielleicht hier über die Mauer hoch? Und einfach mal hier rein. Machen wir die Tür zu. Da liegt was zum Lesen. Marthas Tagebuch, Eintrag Nummer 2. Ich erwarte durch den Geruch von frisch geflossenem Blut. Ach nee, ich erwachte. Oh, Moment. Ich muss erst irgendwen kaputt hauen. Von wo hat denn der jetzt geschossen? Wo ist denn der Depp? Hallo, wo bist du? Da ist eine Kiste. Lehrlingszauberstab. Ich sehe nicht, wo der ist. Ich gehe jetzt mal hier runter. Ist der hier drin? Oh, hier ist dunkel. Nicht, dass wieder irgendwelche Ratten kommen. Ich höre ihn doch. Ah, da. Stirb. Gut. So, dann haben wir jetzt hoffentlich da oben unsere Ruhe. Nicht schimpfen. Das loote ich später. Ich möchte jetzt mal das Tagebucheintrag weiterlesen. Also, immer noch nichts zu... Achso, hey, jetzt ist Eintrag 1. Ach, mein Gott, der andere war ja unten. Okay. Immer noch nichts zu essen, immer noch nichts zu servieren. Knochenabfälle, wässrige Suppe. Wann ist unser Ende gekommen? Eine neue Reisende kam an, hungrig und müde. Sie wollte, dass ich die Knochen in ihren Eintopf lasse. In ihren Augen verbarg sich eine stille Wut. Sie war wild entschlossen, wie ein hungriger Wolf. Ich bot ihr ein Zimmer an, aber sie lehnte mit einem Grunzen ab. Sie ging in den Wald, in den Norden, wo sie auf dem kalten, harten Boden schlafen wird. Eine Bestie wie sie gehört auf jeden Fall in die Wildnis. Okay. So, und hier war das zweite Ding. Wo ist es da?
Marthas Tagebucheintrag Nummer 2. Ich erwachte durch den Geruch von frisch geflossenem Blut. Ich schaute aus meinem Fenster, wo irgendein Raubtier anscheinend zwei Feen wild gerissen hatte. Mühelos, aber sicher nicht schmerzlos. Zuerst schrie ich vor Schreck auf, aber dann wurde es mir klar. Zwei Feen wild, 8 Rippenstücke, vielleicht 10 oder 12 Würste, Blutwurst als Nachtisch, Gallonen von Eintopf. Da wird das ganze Dorf zu essen haben. Den Erbauern sei Dank. Okay. Oha, wie dunkel es gleich wieder wird. Ach so, Leute, aber... Ha, ich habe ja dieses Irrlicht. Was kann ich hier... Ach so, das... Dietrich habe ich gefunden. Ein Dietrich. Gehst du kaputt? Wir machen einfach alles Kleinholz. Okay, gut, ja, oben waren wir ja schon. So, dann habe ich gesagt, nehme ich das hier noch mit. Oh, jetzt kann man sich ja hinsetzen. Ja. Jetzt passieren halt andere Dinge, ne? Ja, aber ist nicht hier... Wo ist denn diese Spindel jetzt? Ach so, hat sich das jetzt verschoben, oder wie? Oder bin ich einfach nur wieder doof? Hallo, geh doch da hoch. Oh, da sind zwei solche... Drei solche Typis. Ja, schieß halt auf mich. Auf mich, das juckt mich nicht. Was du kannst, kann ich ja auch. Ich sehe nichts. Wo ist denn sein Kopf? Tja. Das hast du nun davon. Ich könnte vielleicht mal wieder essen und trinken und so. Um das bisschen aufzufrischen. Gut. Hier haben wir Glühwürmchen. Und wir müssen in diese Richtung für die Spindel. Also war das gar nicht dort. Na gut, irgendwas wird da wahrscheinlich dann schon noch sein. Hier sind wieder solche. Hallo. Okay, die sind ja Pipifax. Da geht's nach oben. Hier liegt auch schon einer tot rum. Warum auch immer. Gucken wir mal da hoch. Oh, hi. Schön, dich zu sehen. Gib mir deinen Loot. Hier oben ist nichts außer das. Dann einmal runter. Verlassenes Jägerinnenlager. Ein Ausdauerring plus eine Ausdauerpunkt und plus eine Ausdauerregeneration. Die Pollen ist zurückgelassen. Endlich frische Luft, nicht mehr schwer vom Duft der Pollen oder süßer Verwesung. Mir ist ganz schwindelig. Ich habe seit Tagen nicht mehr geschlafen. Nicht, seitdem ich meine Spindel im Düsterdickicht auf diesen Klippen verloren habe. So weit weg. Aber ich kann nicht zurückkehren. Ich musste fliehen. Etwas Unheimliches liegt in diesem Dickicht begraben. Es breitet sich wie Wurzeln im Unterholz aus. Es umwickelt und verstrickt, erdrückt und erstickt. Es schimmert in der Dunkelheit zwischen den Ästen unter der Haut. Das seidige Netz einer silberspinnenden Tarantula. Solch Albträume sind von Menschenhand gemacht, wie ich nun weiß. Ich will aber nicht zu irgendeiner Tarantula erstmal hinsetzen auf den Schock. Okay, dann muss ich ja mal ganz kurz wieder hier hinschauen, wo sie mich jetzt hinschickten. Oha, oha, ja, übertreib's halt. Das ist halt ganz schön weit bis da oben. Vielleicht kann ich dann die Spindel doch erst wann anders machen. Erobere die Wildnis zurück. Wo ist denn das hier? Auch da. Tja. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt mal kurz ins Bett. Und in der Zeit ein Schild kann man löschen. Und den Ausdauerring
Brauche ich auch nicht. Der Lehrlingszauberstab. Da muss ich mal gucken, ob der besser ist als der, den ich zu Hause habe. Und jetzt ist es hell, sehr schön. Ja, was machen wir denn jetzt? Was liegt hier? Ach, ein Schäfle oder ist es dieses Feen? Oh, was ist los heute mit mir? Ich glaube, das wird lustig, wenn ich den Dungeon mache. Hier liegt auch ein totes. Nehmen wir auch mit. Ja gut, Leute, ich denke mal, dass ich den Part an der Stelle dann auch beenden werde. Ja gut, jetzt habe ich zwar wieder nicht das erreicht, was ich wollte, weil ich natürlich nicht bedacht habe, dass die Quest in mehreren Etappen ist. Da müssen wir dann gucken, dass wir das auf jeden Fall demnächst auch machen, beziehungsweise wenn ich halt da irgendwie in die Gegend komme. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Osterzeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!